Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ich habe ja letztes Mal gesagt, wir schauen uns mal an, was man hier so in der Höhle finden kann. Zum einen findet man erstmal Dragosteine. Was auch immer man damit anfangen wird, es wird wahrscheinlich irgendeine Ressource sein, die wir für irgendwas nutzen. Ah, wie episch er einfach nur an diesem Skelett steht. Alles Werke mögen Höhlen. Schmugglerhöhle. Okay, es ist ziemlich dunkel hier. Meine Gott, manchmal glänzen meine Lippen so extrem. Es ist einfach nur heftig. Oh, ein Brief. Brief, gefunden bei einem toten Zwerg. Ihr müsst eine Höhle oben in den Hügeln am Weg zwischen Redcliffe und Haven besuchen. Falls ihr an den Magiern und Templern vorbeikommt, es lohnt sich. Die purste Ader, die ich je so weit an der Oberfläche gesehen habe. Man wird es wahrscheinlich mit den Händen aufsammeln können. Silberarmband. Scheint ein reiner Wertgegenstand zu sein. So, schade. Ich habe das Schwein getötet. Nein, es war ein Nack. Nack ist ein rattenartiges Wesen, was, ja, in Höhlen lebt, wie man gesehen hat. Lebte. So, schauen wir mal. Da oben scheint wohl noch eine Quest zu sein. Was haben wir hier unten? Adalas. Ach so, das ist wegen dem Brief, den wir gerade eingesammelt haben, wo direkt das Quest als erstes eingeführt. Hm, er hat eingeführt gesagt. Ich meine es aber nicht so, wie ich denke. Oh, ist gut. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass ich das ganze Spiel mit V-Drücken verbringen muss. Um Gegenstände zu sehen. Ein bisschen schade. So, du bist das Quest. Ein Brief. Dieser Brief wurde bei einem Leichnam gefunden. Hm, irgendwo. Festung der abtrünnigen Magier. Sollen die Narren in Redcliffe doch den guten Magier spielen? So wie immer. Wir kennen die Wahrheit. Die Welt gehört uns. Wir werden sie erobern. Und jeder nutzlose Bauer, der je einen Stein nach uns geworfen hat. Und jeder Templer, der abschätzig unsere Läuterung angestarrt hat, soll es wissen. Folgt dem Weg zum Hexenwald und findet eure Brüder. Ein Brief ohne Unterschrift in so schlampiger Handschrift, dass er kaum zu entziffern ist. Er könnte gerade von mir geschrieben sein. Was ist das? Das habe ich mich auch zuerst gefragt, Varric. Oh, aber erstmal nehmen wir das Eisen hier noch. Eisen ist immer wichtig. Astarium. Man dreht dann und... Astarien erlauben es dir, die Geheimnisse des Himmels zu entschlüsseln. Bilde die Darstellung des Sternbildes nach, indem du Sterne miteinander verknüpfst, ohne dieselbe Linie zweimal zu ziehen. Ach so. Also, ich meine mir das Haus von Nikolaus und so ein Kram. Sternbild Judex. Das Sternbild Judex wird als nach unten gerichtetes Schwert dargestellt und im Volksmund häufig das Schwert der Gnade genannt. Und das, obwohl diesen Sternen das Bildnis des Schwertes schon lange vor Andrastes Lebzeiten zugeordnet wurde. Judex bezog sich im alten Tiwinter auf das Konzept der Gerechtigkeit, wobei ein nach unten gerichtetes Schwert einen Schuldspruch bedeutete, was in jenen Zeiten gleichbedeutend mit einer Hinrichtung war. Nun, da dieses Symbol eine neue Bedeutung besitzt und auch vom Templerorden genutzt wird, ist die alte Deutung in gelehrten Kreisen selbstverständlich verpönt. Das weiß man doch. Seltsam. Wo führt das hin?
Genau, wo führt das überhaupt hin? Vor allem, warum bleibt es nicht einfach an? Wäre doch viel cooler. Liebe ist geduldig. Ein junger Adliger namens Berand hat sich dem Kult in den Hügeln angeschlossen. Er ist besorgt, weil seine Liebste Velena noch nicht eingetroffen ist. Ah, stimmt. Astrarien. Bezüglich eurer Anfrage hinsichtlich der sogenannten Astrarien sind wir in der Überzeugung, dass es sich bei ihnen um Relikte eines Kultes aus der präandrastischen Epoche des Reichs von Tiwinter handelt. Nun, was würde man in einer Gesellschaft, die die alten Götter anbetete, als Kult bezeichnen? Eine Gruppe von Magistern, die an die Zerschlagung des Magisteriums glaubte. Jenes herrschendes Organs des Reiches, das festlegt, welche Magier den Titel eines Magisters erhalten und welche nicht. Die Mitglieder dieser Gruppe strebten die Rückkehr zu einer früheren Ordnung an, in der die Träumer herrschten. Und es gibt Belege dafür, dass sie in ganz Tiwinter aktiv waren. Wenn auch hauptsächlich in den Grenzgebieten. Dort haben sie ihre Geheimnisse sowie ihre Schätze sicher verwahrt und womöglich auch geheime Treffpunkte eingerichtet, obwohl wir uns dessen nicht sicher sein können. Zu denen allein das Wissen um alte Astronomie Zugang gewährte. Eine Kunst, die, soweit wir wissen, in späteren Epochen Tiwinters zunehmend außer Mode kam. Blub und weg. Genug Information. So, nicht zum Astarium. Wir gehen nämlich weiter in die Richtung, um vielleicht die Dame zu finden. Hä? Ach, da vorne liegt Fleisch. Fleisch ist auch gut. Widderleder. Oder Widderleder ist gut. Einer weniger. Ja, dieser gefährliche Widder. Und was bist du? Ein Templerritter, der einfach hier alleine mitten im Wald rumrennt. Oh, der auch noch richtig was aushält. Ach, da kommen seine Freunde. Ich glaube, ihr kommt etwas zu spät. Genau, mach mal Schaden. Geht immer im ganzen Gebiet her, an allen Ecken. Es gibt einfach zu viel zu tun manchmal. Lammwolle, verrätisches Schloss. Übrigens, die verrätischen Schlüssel haben wir schon alle. Weil ich wurde... Ah, da hinten ist auch noch ein Quest. Meine Güte, es gibt echt viel zu entdecken. Was ist das jetzt hier? Skizze voll von Kalenders Brückenkopf. Aha. An den beiden Statuen außenrum und hoch. Finde Delirium-Ader. So. Jetzt darf ich doch dahin, wo ich hin will, oder? Guck mal, Warek, der... Er smooft nach oben. Habt ihr das gesehen? Er läuft gar nicht. Zwerge haben die, die wahnwitzige Fähigkeit... den schrägen Weg nach oben zu laufen. Zu schweben. Entschuldigung. Ich wollte die Zwerge nicht schlechter darstellen, als sie sind. Komm. Moment. Haha. Ich glaube, wenn ich so spiele, werden es einfach 200 Parts. Ohne Scherz. Es wird Ewigkeiten dauern, bis ich durch bin. Alle, die bis jetzt hierhin gekommen sind, ihr müsst euch wieder überlegen, ob ihr dieses LP von mir bis zum Ende verfolgen wollt. Es wird wirklich Ewigkeiten dauern. Ich werde jeden kleinen Scheiß machen. Soweit es möglich ist. Einfach, weil ich es liebe. Ich liebe Dragon Age. Ich stehe dazu. Ich habe auch Dragon Age 2 durchgespielt. Einfach, weil es sein musste. Es war natürlich sehr actiongeladen.
Aber es ist auch Dragon Age 1 zum Beispiel, Origin, das ist das einzige Gamescom-Spiel, wofür ich mich wirklich mal länger als 2 Stunden angestanden, also beziehungsweise wofür ich mal länger als 2 Stunden angestanden habe damals. Zwergensohnpass. Ach, da oben ist eine Kiste. Und hier ist die Freundin vom Typen, ne? Nehmen wir das Gold mit. Werte Lady Velina. Oder Velina. Mir ist bewusst, dass ihr Angst habt, aber das Licht am Himmel sollte euch nicht schrecken. Es ist das Auge des Erbauers, der endlich zurückkehrt, um die Gläubigen zur goldenen Stadt zu führen. Verlasst die Diener eures Vaters und kommt herauf in die Hügel. Weg von dem sinnlosen Kampf zwischen Templern und Magiern. Dann stelle ich euch Verkünderin Anais vor. Sie wird alles erklären und wir können gemeinsam glücklich werden, während wir darauf warten, dass alles auf der Welt wieder in Ordnung kommt. In liebender Erwartung, Lord Berand. Es wird wohl leider nie etwas kommen, außer ihr habt gern einen Leichnam als Freundin. Robuste Schülerpanzerung, Plan. Mal gucken, ob meine KI-Freunde jetzt mitkommen. Oder das hier. Jetzt kann ich doch hier oben einfach direkt auf den Templerritter da unten feuern. Wie soll der mich erreichen jemals? Der hat doch wirklich gar keine Schnitte, hier hochzukommen. Hat er mich gerade verhöhnt? Ich habe übrigens mal gelernt, es gibt auch ein Interaktionsding. Templerlager. Als das Reich von Tiewinter sagte, die Magier sollten die Menschen beherrschen, haben die Aufrechten gegen dieses Unrecht Erlass, gegen diesen unrechten Erlass aufgebehrt. Aufbegehrt. Aha. Als der Zirkel sagte, Magier sollten ohne Konsequenzen mit unheiligen Geistern in den Kontakt treten dürfen, haben die Aufrechten gegen diesen unrechten Erlass aufgebehrt. Hä? Ach so. Jetzt sagt uns der Lordsucher, wir sollen uns nach Val-Royoix zurückziehen. Meine Brüder, ich sage euch, wir sind die Aufrechten und wir müssen gegen diesen unrechten Erlass aufbegehren. Unser Kampf muss weitergehen, bis kein Magier mehr atmet. Streift diese feigen Fesseln ab und stoßt am Fluss bei der Weststraße zu uns. Klare und gebildete Handschrift. Templer haben einen elfischen Bauer getötet. Hol den Ring des Bauern von den Templern zurück. Machen wir. Und ich glaube, er liegt einfach hier. Achso, das waren die 2 Templer. Und da ist der alte Verlobungsring der Dalish. Der Dalish, Entschuldigung. Der Dalish. Die Dalish sind Doctor Who. Es kommt genau auf uns zu! Es kommt genau auf uns zu! Der geht auf mich. Weil ein bisschen schade finde, dass wir da nicht immer was dabei haben. Weil ich auch schade finde, dass man immer so schnell in den Kampf reinkommt. So, was haben wir hier hinten? Risse am Zwergensohnpass. Ist das nicht der Riss, wo wir letztes Mal so stark versagt haben? War ich da nicht zurückgelaufen? Aber wir versuchen es einfach nochmal. Inzwischen sind wir weitaus erfahrener. Ja, es ist der Riss, wo ich vorhin fast gestorben bin, ne? Hallo? Ich will nicht gegen den Widder kämpfen. Lass das. Einer weniger. Schnell, 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 schnell.
Auf Wiedersehen! Aus irgendwelchen Gründen. Der Riss scheint jetzt nicht sonderlich zu leiden unter meinem Angriff. Was denn nun? Na komm. Ich habe gerade das Problem, ein vernünftiges Ziel zu finden. Vor allem, es kommen sehr viele niedere Schrecken hier aus den Ecken. Ach scheiße, das ist eigentlich Blödsinn gewesen. Ah, jetzt können wir den Riss wieder stören. Unser Fass zerstört. Genau, schließt den jetzt mal. Dalli, dalli, dalli. Aha, jeder Inquisitionsrang schaltet den Zugang zu Inquisitionsbonis frei, die am Kartentisch erworben werden können. Aber für den Kartentisch muss ich immer wieder zurückreisen, ne? Quest 1 von 17. Ich habe 17 Quests hier. Bereits. Und warum willst du keinen Heiltrank nehmen? Ja, dann suchen wir mal die Lyriumader. Auf dem Weg dahin werden wir wahrscheinlich noch 80.000 andere Sachen finden. Ach, boah, ich vergesse es manchmal. Blitzessenz, seltenes Runenmaterial und ein schlichtes Amulett, was eigentlich wahrscheinlich nur Geld bringt. Ich mag meinen Jäger. Ach, da vorne ist was. Oh, guck mal, da vorne ist auch eine Mine. Eine Mine. Meine Güte, ich werde wahrscheinlich das noch 1000 Mal sagen. Deshalb schalte schnell aus. Schalte dieses LP aus. Es wird dich schützen. Also der Dungeon sieht ein bisschen komisch aus. Weil es ein instanzierter Bereich, wo ich rein kann. Mächtiger Verderbniswespenvita. 6 Schaden. Okay, Speerrüstung, Plan, fester Großschwertgriff, Plan. Nehmen wir alles mal mit. Barrieren können zerstört werden, indem du genügend Elementarschaden des gegensätzlichen Typs verursachst. Eisbarrieren können nur durch Feuerangriffe eines Magiers beschädigt werden. Aber dazu muss ich sagen, ich kann doch auch Feuerpfeile machen. Kann mein Magier irgendwas machen? Nö. Wirkungsbereichangriff. Wirkungsbereichangriff ermöglicht es dir, mehrere Gegner gleichzeitig zu aktivieren. Verwende die Maus, um den Wirkungsbereich... Ah, aber das ist hier Bannen. So, sprengen. Lustig, selbst mein normaler Angriff macht ja Feuerschaden. Aber es war schon mal gelogen, was in den Infotexten stand. Denn wie gesagt, auch mein Bogenschütze kann diese Barriere zerstören. Oh, und hier vorne ist direkt auch nochmal eine Kiste. Bevor ich die vergesse. Ring des kritischen Schadens, das finde ich ganz, ganz, ganz geil. Den wird nämlich direkt mal mein Doktor hier anziehen. Mein guter Pascal.
Ist vielleicht nicht so, so das geile Ding. Aber echt, das Menü ist aus der Hölle. Das Menü ist absolut aus der Hölle. Da habe ich keine Ahnung, wer sich sowas hat einfallen lassen. Aschekriegerzuflucht. Scheiße. Renn doch mal weg, du Penner. Boah, selbst mit dem stärksten Schuss. Ah, jetzt ist er tot. Stopp. Mach dich unsichtbar. Alles klar, ist zerschmettert. Haben wir noch einen Gegner hier? Nein. Aber wir haben Dragostein hier. Vielleicht ist es auch besser, die Leute einfach sterben zu lassen manchmal. Da ist auch noch Dragostein, wenn ich das richtig sehe. Machen wir mal. Level Designer im Meeting. Wie sollten wir den Dragostein am besten positionieren? Ja, am besten sollten wir da auch noch Anhörungen machen, wo man hinhüpfen muss. Ja, das ist eine geile Idee. Damit man den Spieler nochmal so richtig Jump'n'Run-mäßig ein bisschen fordern kann. Hüterstab des Eises. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil der ist definitiv besser als der aktuelle Hüterstab. Weil da haben wir im Moment hier den eisigen Stab, plus 5% Angriff und hier haben wir plus 12% Bonus auf Barriereschaden. Blödsinn. 28 Schaden Kälte, trotzdem besser. Nehmen wir den mal rein. Alles klar. Nein, Solas, ich will dich nicht steuern, ich will mein alter Ego steuern. So, da unten ist noch ein Dragostein. Ach, da ist ja die. Wir sind ja richtig, da ist ja die Ader. Dum, dum, dum. Quest abgeschlossen, Adalas. Rotes Lyrium. Wer auch immer dieser Zwerg war, er hat sich übernommen. Bianca Bogen 1 verbessert. Und jetzt, ich will das Lyrium einsammeln. Mit Hilfe meiner Liebe. Da hinten sind wir beim Portal gestorben, ne? So, reisen wir mal dahin, weil jetzt sind wir hier hinten erstmal fertig an der Stelle. Auf Reise. Auf Rasten? Nein. Ein Bauer und Abtrünniger. Ach so, das ist die Quest, die wir dann wieder abgeben müssen. Liebe ist ungeduldig. Astarium, da waren wir schon. Sehenswürdigkeiten. Entdecke sämtliche Sehenswürdigkeiten im Hinterland. Lorans Exil. Ja, kann ich dem vom Tod berichten seiner Frau? Ich habe mir nichts anderes gedacht. Deshalb stürze ich mich jetzt in den Tod. Schön, dass das Elfenwurzelkraut nachwächst, wenn ich das richtig sehe. Ach, da oben war noch eins, aber jetzt gerade nicht. Wir haben die Region nach Ressourcen abgesucht. Befehl des Kommandanten.
Keine leichte Aufgabe angesichts der jüngsten Probleme. Aber ich habe hier einige Vorräte, die ihr vielleicht gebrauchen könnt. Cool, danke. Ich sehe aber auch gerade, wir laufen jetzt gerade total beschissen. Ohne Scherz, manchmal ist man einfach nur blind. Einer weniger. Da ist es. Ah, ich sehe schon. Du schaffst es leider nicht mehr in dem Part. Ich mache mir aber weiter auf dem Weg, zum Quest oder zum Riss. Ach, sagen wir, wir machen uns auf den Weg zum Riss, obwohl wir da schon mal gestorben sind. Ah, okay, den hatten wir schon mal gelootet. Oben waren wir wahrscheinlich auch schon mal. Ah ja, wir sind ja von da oben mal gekommen. Genau, von da oben sind wir ja runtergekommen und da konnten wir das Quest nämlich abgeben, beziehungsweise wir sind, na, da konnten wir das Quest nicht abgeben, aber wir haben uns von der Stadt oben auf den Weg nach hier unten gemacht. Da sehen wir nämlich auch, dass Elfenwurzel wieder hier nachwächst. Ich versuche jetzt einfach den Riss da hinten dicht zu machen. Weil beim ersten Mal gestorben und jetzt könnte es halt einfach besser laufen. Gut. Ich sag dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Dragon Age Inquisition. Ich freue mich drauf, weil fun. Es macht mir Spaß. Und wenn du kein langes LP magst, dann bist du leider nicht hier richtig bei diesem Spiel. Also, bis denne. Euer Doc. Ciao.